Evanescence. Seit ihrer Mega-Erfolgssingle Bring Me To Life aus dem Jahr 2003 sind sie aus der Rockwelt nicht mehr wegzudenken. Auf Tour und mit ihrem selbstbetitelten neuen Album Evanescence im Gepäck haben wir von Frau Amy kurz vor ihrem Auftritt in der Berliner C-Halle noch kurz sprechen können. Wenn du Fallen und The Open Door mit Evanescence vergleichen müsstest, wie würdest du das Album beschreiben? Es ist definitiv ein energiegeladenes Album. Wir haben viele Synthesizer und viele neue Sounds ausprobiert. Sogar elektronische Einflüsse kann man hören. Elektro war sowieso immer ein großer Einfluss. Ich denke da an Portishead, Depeche Mode, Massive Attack. Und nachdem wir eine Weile in diese Richtung gegangen sind, haben wir an den neuen Songs als Band gearbeitet. Wir haben uns immer weiter gepusht, sodass es ein richtiges Bandalbum geworden ist, wo man jedes Instrument, jede Persönlichkeit hören kann. Am Ende ist es einfach das rockigste Album als Band geworden. Ich denke, das ist genau das, was auf der Platte am meisten heraussticht. Die Band. Actually, at the end of the day, it became the most rockin' band record we've ever had. I think that's probably what stands out the most on the record, is the band. Okay. Die ersten beiden Singles waren What You Want und My Heart Is Broken. Gibt es bestimmte Gründe, warum ihr diese Songs ausgewählt habt, oder war es eher Zufall? Ich meine, ist es nicht schwer, sich aus einem Pool von Songs zwei bestimmte rauszusuchen? Wir haben uns alle Optionen offen gehalten, bis wir mit der Platte fertig waren. Aber irgendwie wussten wir von Anfang an, dass es What You Want als erste Single schaffen würde. Ich denke, der Song ist ein gutes Beispiel für das, was wir jetzt sind. Es zeigt jeden in seiner Rolle. Du hast die Drumparts, die harten Gitarren und den fetten Bass natürlich. Und ja, ich liebe den Song. Er ist einfach mitten ins Gesicht. I just love that song. And it just is in your face. My Heart Is Broken ist mehr der klassische Evanescence-Song. Und ich finde, das ist cool, denn der Song ist mehr für die Fans. Aber um ehrlich zu sein, wir hatten so viele Songs, die als Single in Frage kamen, aber einfach nicht genug Zeit, um alle einzeln zu veröffentlichen. Wir mussten also eine Entscheidung treffen. We're gonna have to make some choices. Wenn mich jemand fragen würde, hey Amy, beschreibe doch mal eure Musik, was würdest du ihm antworten? Denn es ist ja schon so, dass die meisten sich wohl denken, Evanescence ist eine pure Goth-New-Metal-Band. Was denkst du also? Das ist gar nicht so leicht. Ehrlich gesagt treffe ich viele Leute, die alle komplett unterschiedliche Dinge sagen. Es kommt einfach darauf an, wie man es wahrnimmt. Denn es sind einfach zu viele Einflüsse, die da mit reinspielen. Und das ist toll. Dadurch haben wir eine ziemlich bunte Fanbase. Ich persönlich nenne es einfach einen Mix aus all meiner Lieblingsmusik und wir sind einfach eine Rockband. Ich nenne es lieber eine Rockband, bevor ich es eine Metalband nenne. Oder eine Goth-Band. Ich meine, klar findet man einen Hauch Metal, Industrial und sogar Soul, Pop, R&B und Elektro wieder. Ich zum Beispiel bin mit Michael Jackson und Nine Inch Nails aufgewachsen. Es ist also alles dabei. All those things. I mean, I grew up listening to everything from Michael Jackson to Nine Inch Nails. So it's all kind of. Und wer war nun die größte Inspiration für dieses Album? Ich meine, gibt es da einen bestimmten Künstler oder eine bestimmte Band, die dich jetzt während des Schreibens sehr beeinflusst hat? Oh, das ist schwer. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ich würde sagen Evanescence, denn dieses Mal kannten wir unseren Sound schon und haben mehr auf uns gebaut als auf andere Dinge. So begegnete uns eine äußerst gut gelaunte Amy Lee, bevor es auf die Bühne der ehemaligen Columbia-Halle ging. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.